the erste Bedeutung. Sonnenzeichen. Genau, Sonnenzeichen. In, aus Indien, Tibet, Himalaya, also Zentralasien, über die iranische, persische Kultur, später die Griechen, die Römer und so in Europa waren die schon viel zu bekannt. Und wir sind hier. Ja, aber auch als eine Botschaft, der syrische Botschaft sozusagen. Gute Kraft und schlechte Kraft. Die beiden Kräfte gegeneinander, weil die Kacken nach links und nach